Hey Leute, willkommen zur Folge 5 von Wer wird Millionär für diese Woche. Es ist Freitag, wir wollen ins Wochenende, wir wollen vielleicht bei schönem Wetter rausgehen, schwimmen, Urlaub oder sonst was. Dafür braucht man natürlich Geld. Wo kriegt man das her? Natürlich bei uns, bei Wer wird Millionär. Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zur Freitagsfolge von WWM. Zu Beginn dieses Videos mal eine kleine Ankündigung. Es kann sein, dass nächste Woche keine WWM-Videos kommen werden, weil was die Audio-Kompatibilität und die Videokompatibilität von dem Spiel angeht, von der Software momentan, da sind momentan irgendwelche Fehler drin, die ich nicht gelöst bekomme. Teilweise Fehler beim Debuggen, andererseits werden einzelne Plugins nicht erkannt. Deswegen kann sein, dass ich nächste Woche dann nur am Spiel entwickeln werde. Wenn Folgen kommen sollten, dann wird es so sein, dass wahrscheinlich dann wieder der gesamte Ton selbst eingeschnitten ist, was ein bisschen ätzend für mich mittlerweile erst gesagt ist. Aber gut. Wollte nur schon mal Bescheid sagen. Heute erstmal 6 Fragen geschafft. Es gibt die 7. Frage. Und wir spielen jetzt um schon stolze $10.000. Wir haben noch den Plus 1 übrig. Und wir starten mit dieser Frage. Was ist der Akrobat-Reader? Was ist das denn für eine Frage, ey? Zirkushandbuch, Marssonde, Zungenbrecher oder eine Computersoftware? Was ist das für eine Frage, bitte? Das weiß doch jeder. Also Leute, mal kurz an euch. Wenn das einer von euch nicht wissen sollte, dann habt ihr aber echt schon nicht sehr lange am PC bis jetzt gearbeitet. Es ist D. Computersoftware, definitiv. Stimmt auch, für $10.000. Gut, wir gehen auf 20.000, unsere Halbzeitfrage. Welcher dieser Buchstaben hat beim klassischen Scrabble den höchsten Wert? W, X, Y, Z. Keine Ahnung, ich spiele kein Scrabble, hab noch nie gespielt. Plus 1 bitte. Gut, dass du mich um Hilfe gebeten hast. Ich kann definitiv zwei Antworten ausschließen. A und D sind es nicht. Und ich bin mir fast sicher, dass es nur CY sein kann, alles andere würde für mich keinen Sinn machen. Wie siehst du das? Ich habe keine Ahnung davon, ich gehe davon aus, dass du es weißt, deswegen vertraue ich dir und nehme Antwort C. Das Y, bzw. Y. Schauen wir mal, ob das stimmt. Es stimmt, alles klar. $20.000 geschafft. Gut, das heißt, wir haben die Hälfte erledigt und nach einer kurzen Pause geht es weiter ohne Token und gleich wieder da. Willkommen zurück zu Wer wird Millionär, zu unserer Freitagsfolge dieser Woche. Ja, $20.000 haben wir gerade geschafft, wir haben keinen Joker mehr und es geht um 30.000. Die Chance ist jetzt echt 1 zu 4 richtig zu liegen, denn sie kann ja nicht durch einen Joker beeinflusst werden, deswegen, das ist unsere Frage. Welche zählt nicht zu den sogenannten indirekten Steuern? Tabaksteuer, Kfz-Steuer, Mineralölsteuer oder Branntweinsteuer? Indirekte Steuern, was soll das denn sein? Also, Tabaksteuer gibt's hier soweit. Okay. Kfz-Steuer sowieso, Mineralölsteuer, was? Brandweinsteuer. Keine Ahnung. Ich steige aus. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
die richtige Antwort gewesen wäre Kfz-Steuer. Wusste ich nicht? Gut, dann lassen wir es hierbei bei 20.000. Schöne Runde. Wir machen gleich weiter mit der letzten, nächsten für diese Woche. So, und ab geht's in unsere letzte Runde für diese Woche. Los geht's! Und damit ab in den Freitag, ey. Boah, so. Alter, es ist mega, wieder mega warm hier, ey. Was ist da los? Wisst ihr, kennt ihr jetzt das Gefühl, wenn ihr trägt, es ist trotzdem irgendwie warm, so richtig schön scheiß schwül. Alter, ich glaub gar nicht, ich könnte in meiner eigenen Suppe hier schwimmen. Aber das trägt nicht zum Spiel, weil deswegen erkläre ich nochmal lieber kurz die Regeln stattdessen. Es sind 15 Fragen, nicht mehr, sondern nur noch 14. Wir starten mit Frage 1, $500 und arbeiten uns rauf bis nach Frage 14, $1.000.000. Auf dem Weg dorthin gibt es zwei Sicherheitsstufen. Die erste ist bei Frage 5, $5.000 und die zweite bei Frage Nummer 10, $50.000. Wenn wir diese Fragen schaffen, sind uns diese Geldbeträge sicher. Außerdem gibt es natürlich drei Joker im Spiel. Es gibt den Publikumsjoker, der einmal die Meinung des Publikums uns einrufen lässt. 50-50 entfernt zwei falsche Antworten, das wird auch die richtige und eine falsche übrig bleiben. Und der Plus 1, für diejenigen, die es immer noch nicht verstanden haben oder wissen, unsere Begleitperson in der Originalsendung, in dem Fall hier ein Experten-Joker aus dem Publikum. Und ansonsten legen wir los mit dieser Folge Wer wird Millionär? Los geht's! Wir sind mit dieser Runde, oder? Aber schon eigentlich. Ministerin Ola Schmidt ist der unter anderem zuständig für Hatschi, Gesundheit, danke, keine Ursache. Die ist zuständig für Gesundheit, B. Das stimmt, okay, 500 geschafft, wir erhöhen auf 1000. Was braucht der PC? Eine Kühlung vielleicht? Betriebsklima, Betriebsrat, Betriebssystem oder Betriebsnudel? Ja, also das richtige Klima ist auch wichtig, weil sonst würde er überhitzen. Ein Rad, ja, also, ne, weißt du, ein PC braucht ja Strom, dann brauchst du so ein Hamsterrad, wo der Hamster drin läuft, ne? Betriebssystem, ja, Windows 95 reicht da vollkommen aus. Und eine Nudel, ja, kann man auch nehmen. Aber ich würde mal sagen C, Windows 10, also Betriebssystem oder sonst was. Das stimmt. Aber die Frage auch schon witzig für 1000. Finde ich gut. 2000. Wessen Sandalen haben in etwa Schuhgröße 1200? Freiheitsstatue? Rübezahl? Yeti? Dirk Nowitzki? Ja, Schuhgröße 1200. Ich würde sagen, dass. Könnte die Freiheitsstatue sein, A? Stimmt, für uns. Also ich meine, ne, hier Dirk Nowitzki wäre zwar eine Option, aber das war es doch ein bisschen zu groß für. 3000 mit folgender Frage. Was ist weniger eine Lieblingsbeziehung als eine Zweckgemeinschaft? Eine Liebesbeziehung als eine Zweckgemeinschaft? Grillwurstliebschaft? Dampfnudelaffäre? Hühnersuppen... Was? Hühnersuppen-Liaison oder Bratkartoffel-Verhältnis? Als eine Zwecksgemeinschaft? Oh Gott. Was soll ich denn da nehmen? Das klingt ja alles bescheuert. Ich könnte nicht mal ausschließen in dem Fall. Pff, was nehmen wir denn da? Scheiße. Grillwurstliebschaft klingt echt ein bisschen wie auf den Kopf gefallen, weißt du? Dampfnudelaffäre, also na, im Prinzip nur sowas. Liebschaft, Affäre, Liaison oder Verhältnis. Grillwurstliebschaft gibt vielleicht Grillverein und sowas, oh nee. Dampfnudelaffären sind glaube ich eher nee. Gibt's wohl nicht. Hühnersuppenliaison, mit Liaison kann ich Hühnersuppenli. Also. Nee, kann ich anfangen? Ja, dann nehmen wir doch Antwort D. Bratkartoffelverhältnis. Aber was ist das für eine Frage, bitteschön?
Zu unserem Glück stimmt es. 5000 Dollar geschafft. Okay. 5000 sind sicher. Wir machen die erste Werbepause und melden uns gleich zurück. Willkommen zurück zu Wer wird Millionär? Wir haben gerade mit einer ganz komischen Frage 5000 Dollar gewonnen. Wir haben noch alle drei Joker, was für uns sogar sehr gut ist. Und wir kämpfen jetzt um schon 7000 Dollar mit folgender Frage. Wer sorgte kürzlich mit einer Kollektion für einen schwedischen Modediscounter für Aufsehen? Wolfgang Job, Karl Lagerfeld, Jill Sander oder Rudolf Moshammer? Ich bin mir nicht ganz sicher wieso, aber ich meine Wolfgang Job wäre doch ein Modedesigner. Könnte sogar gut sein. Lagerfeld? Boah, Alter, warum wird es so müde manchmal? Was war los? Lagerfeld kann ich nicht sagen. Glaube ich jetzt nicht, oder? Jessander. Kenne ich alles nicht. Naja, wir haben ja noch Joker. Ich nehme mal den ersten von den dreien und ich nehme mal für den Anfang plus 1. Doch, nehme plus 1. Gut, dass du mich um Hilfe gebeten hast. Ich kann definitiv zwei Antworten ausschließen. A und C sind es nicht. Und ich bin mir fast sicher, dass es nur B. Karl Lagerfeld sein kann, alles andere würde für mich keinen Sinn machen. Wie siehst du das? Also da du das so sagst und da scheint dich auskennst und ich keine Ahnung hab, vertraue ich dir blind mal und nehme B. Karl Lagerfeld, warum auch immer. Das stimmt, das ist nicht schlecht. 7000. Also, da will ich mal nicht meckern. Ich sag Dankeschön. Okay, 10.000 ist unsere nächste Frage. Was gehört nicht zu den drei Dingen, die ein Mann dem Volksmund nach in seinem Leben tun muss? Haus bauen, Baum pflanzen, Frau heiraten, Sohn zeugen. Die ein Mann dem Volksmund nach seinem Leben tun muss. Also von der Logik her. Ich würde sagen, ausschließen müsste man B. Ein Haus bauen. Also wenn man das mal so bedenkt, wie geht's mal in der Geschichte zurück? Nehmen wir mal an. Du bist irgendwo in der Wildnis und du musst dich schützen. Was musst du machen? Ein Haus bauen. Oder zumindest eine Unterkunft, oder Unterschlupf, irgendwas erleben. Zum Schützen, weißt du Bescheid. So. Frau heiraten, würde ich sagen, muss man auch. Sollte man auch zumindest mal tun. Und Sohn zeugen. Ich persönlich würde sagen, ja, weil für mich, was will ich mit einem blöden Baum? Gut. Die Bäume geben uns wiederum unseren Sauerstoff. Die Pflanzen hier vegetieren vor sich hin. Photosynthese, das ganze Drum und Dran. Aber für mich, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich sehe B als in dem Fall hier die richtige Antwort an. Das Problem ist jetzt nur, traue ich mich, das auch zu nehmen. Das kann ich nämlich nicht so sagen. Kurz überlegen noch. Also Frau heiraten, ja, in jedem Fall. Und Sohn zeugen auch. Haus bauen. Ich finde, man sollte ein Haus bauen. Sollte man ein Haus bauen. Was tun wir da? Nicht zu den drei Dingen. Sekunde mal, ich muss überlegen, wo gerade. Wie ist denn das gemeint? Heißt das vielleicht, man. Na gut. Es gibt ja Leute, die sterben auch unverheiratet, haben aber bis dahin schon so gesehen in dem Sinne
zwei, drei Frauen sind sie hier voll und sowas, hat eben nichts Festes so gehabt, aber kann ja auch sein. Aber wieso Baumpflanzen? Ich nehme 50-50. Hoffentlich springt ihr mir was in dem Fall. 50-50, bitte entferne zwei falsche Antworten für mich und stehen bleiben noch. Oh! Oh, was? Oh, scheiße. Ja, dann nehme ich doch C. Und dann haben wir recht. Ja, wir haben recht. Oh Gott. Da hätte ich ja fast falsch gelegen, Alter. Das war eine gute Entscheidung für mich. Gute Entscheidung für 10.000. Gut. 20.000 auf dem Programm mit dieser Frage hier. Welches Produkt war in Deutschland per Gesetz von 1930 bis 1983 monopolisiert? Kerzen, Doppelkorn, Einweggläser oder Streichhölzer? Von 1930 bis 1983 monopolisiert. Ich glaube, diese Geschichtsfrage gebe ich mal ans Publikum weiter und frage euch. Publikum, ich brauche euch, beziehungsweise euch, die gerade zuschauen. Bitte überlegt euch kurz über diese Frage mit. Welches Produkt war in Deutschland per Gesetz von 1930 bis 1983 monopolisiert? Bitte nehmt die Geräte in die Hand, ihr eure Tastaturen, eure Tastaturen und stimmt bitte in den Kommentaren und im Studio bitte jetzt ab. Okay, Ergebnisse sind da, was sagt das Publikum? 57% sagen D, Streichhölzer. Gut. Ich traue der Mehrheit, das ist knapp die Hälfte, ich nehme D. Und das stimmt zum Glück. Puh, 20.000. Darüber kann man sich mal freuen. Ja, und das machen wir auch in einer ganz kurzen Werbepause. Wir kommen gleich wieder und dann geht's weiter mit unserem Kampf im Drachenhaus. Willkommen zurück zu Wer wird Millionär? Wir kämpfen um 30.000, haben keinen Joker mehr und stehen vor folgender Frage. Ein verfilmter Spionage-Bestseller von Ken Follett heißt Die Nadel, der Faden, der Stoff oder das Futter? Also, als die Antwort aufgeploppt sind, ist mir direkt mal A, irgendwie die Nadel in den Sinn gekommen, wieso auch immer. Ken Follett, der Name sagt mir nix. Ich nehme es einfach jetzt, ich nehme es A. Ich weiß nicht wieso, aber ich nehme einfach A. Los, rein damit. Hey, was? Stimmt sogar. Gut gemacht. Gut für uns. 30.000. Also manchmal sind einfach echt diese intuitiven Antworten, die einem sofort in den Sinn kommen, richtig. Jetzt sind wir 50.000 mit dieser Frage hier. In welchem Land gilt von Ost bis West überall die gleiche Zeitzone? Kanada, China, USA oder Australien? Also, Länder mit einer Zeitzone, also die USA sind doch, die sind ziemlich fett. Ich glaube nicht, dass da eine Zeitzone ausreichen wird. Glaube ich nicht. China ist auch ein bisschen groß. Mal gucken, Kanada von der Fläche her. Kanada ist oben drüber. Könnte sein. Ich weiß es aber nicht. Australien in eine Zeitzone. Es ist alles ein bisschen schwierig. Es ist für mich alles ein bisschen knapp drüber immer jeweils. So, aber da ich gerade die Frage nicht beantworten kann, nehme ich einfach mal spaßeshalber die 30.000 mit und zocke nicht. Das ist für mich das Aussteigen wert. Letztes Wort.
Und jetzt schauen wir mal, was richtig gewesen wäre. Die Antwort war China tatsächlich. Gut, das hätte ich nicht gedacht oder erwartet. Aber man sollte sich nicht über 30.000 grämen. Oh, und das Geräusch, wie wir gerade hier hören, das ist wie immer unser Sendungsende. Ja, das war die Freitagsfolge von Wer wird Millionär. Ob wir uns nächste Woche sehen, kann ich noch nicht sagen, weil die Software neu entwickelt werden muss und ausgearbeitet werden muss. Und das neue Spiel, das kommt von mir auch, wie gesagt. Schauen wir mal. Wenn wir uns nächste Woche sehen, dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche. Ansonsten, wie gesagt, habt einen schönen Tag, schönen Abend und auf Wiedersehen. Ob wir nächste Woche Folgen haben werden, schaut doch mal weiter nach. Ihr wisst Bescheid, den Link ist in der Videobeschreibung.